Wir tragen immer noch an der Last unseres schwierigen historischen Erbes. Schließlich sind wir in einen Militärstaat hineingeboren, denn das war das Modell der Kolonie. An öffentlichen Dienst, Sozialpolitik und solche Dinge war da nicht zu denken. Außerdem haben wir 1860 ein Konkordat mit dem Vatikan unterschrieben. Daraufhin kam die katholische Kirche mit zwei großen Missionen im Gepäck. Erstens sollte der Voodoo bekämpft, zweitens sollten die Eliten nach dem französischen Modell ausgebildet werden. Als es dann eine allgemeine Nachfrage nach Bildung gab, das war unter Duvalier, wurde daraus ein einträgliches Geschäft. Sehen Sie sich die Straßen von Port-au-Prince an. Jedes Privathaus ist eine Schule. Es ist nicht so einfach, ein Jahrhundert versäumter Bildung aufzuholen. Das kostet viel Geld. Außerdem ist dieses Land auch topografisch schwierig. Die haitianischen Bauern haben sich verstreut, ohne richtige Dörfer auf dem Land zu gründen, von den Kleinstädten einmal abgesehen. Da ist es schwer, Schulen einzurichten. Als ich bei Focal war, haben wir in allen möglichen Winkeln Schulen gebaut. Und ich kann Ihnen sagen, dass es nicht einfach war, geeignete Orte zu finden. In diesem Land stecken so viele Ideen, so viel Kreativität, die leider im Ausland und sogar in Haiti selbst kaum wahrgenommen werden. Wir müssen uns um ein neues Gesicht bemühen. Und wenn ich wir sage, meine ich besonders die Eliten dieses Landes. Die Art und Weise, wie Haiti seine Freiheit errungen hat, ist einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Dafür war ein 200 Jahre währender Unabhängigkeitskampf nötig, der mit viel Blut bezahlt wurde, aber auch mit einer Verschuldung von damals 150 Millionen Franc in Gold, die heute noch die Wirtschaft des Landes belastet. Jedes Denkmal auf dem Champ de Mars, das zu Ehren der Verteidiger des Vaterlands errichtet wurde, erinnert uns daran. Doch Haiti, das sind auch blutige Diktaturen, schreiende Ungleichheiten und nicht zu übersehende Klassenunterschiede. Ich fahre zur Bibliothek des Petit Séminaire Collège Saint-Martial, der Eliteschule und Wiege des Buches in Haiti. Wir befinden uns in einer wissenschaftlichen Institution, die in der Geschichte Haitis eine herausragende Rolle gespielt hat. Diese Bibliothek verfügt über die größten Bestände zur Geschichte der Sklaverei, nicht nur auf die Antillen bezogen, sondern weltweit. Sie spielte eine bedeutende Rolle für die Einführung von Büchern in Haiti. Zunächst waren Bücher ein Mittel der Repression. Der König gab einigen Karibikinseln Privilegien. Auf diese Weise bekam Santo Domingo seine erste Druckerpresse, die im Januar 1764 in Betrieb genommen wurde. Vor der Unabhängigkeit sind ungefähr 450 gedruckte Publikationen erfasst, von denen aber nur ein einziges Werk Unterhaltungslektüre war, und zwar ein Theaterstück. Trotzdem spielte man im damaligen Cap Français jeden Tag Theater. Gary Victor führt mich zu Willems-Edouard, dem Direktor der Presse Nationale. Diese staatliche Einrichtung legt große Werke kostengünstig wieder auf, um jedem den Zugang zum literarischen Landeserbe zu ermöglichen. Sind das die aktuellen Produktionen? Ja. Sie erreichen damit, dass Bücher viel billiger sind. Dieses in Frankreich viel besprochene Buch La Couleur de l'Aube von Yannick Lahens zum Beispiel kostet bei uns 20 Euro. Was kostet es, wenn Sie es hier neu auflegen? Es kostet 4 Euro in Haiti. Für den durchschnittlichen Haitianer ist das zwar immer noch teuer. Na gut. Aber es ist eben nur ein Fünftel des Preises. So ist es. Und ohne Sie stünden die Chancen einer Neuauflage schlecht. Ganz genau, deshalb machen wir diese Arbeit. Und was haben wir hier? Eine französische Autorin, Dominique Bonnat. Richtig. Dieses Buch wirft einen Blick auf die Kolonialgeschichte und den Sklavenaufstand. Alle Texte von ausländischen Autoren, die einen Bezug zur Geschichte und Kultur Haitis haben oder in denen Haitianer als Protagonisten vorkommen, sind für die Neuauflage interessant. So erfahren wir durch die Literatur etwas darüber, wie unsere Kultur von außen wahrgenommen wird. Das ist unser Ansatz. Auch René de Pestre zählt zu ihren ersten Autoren. Ja, er war einer der ersten, die bei der haitianischen Presse Nationale erschienen sind. Damals hießen wir noch Staatsdruckerei. Das sind die ersten beiden Gedichtsammlungen von René de Pestre, Étincelle und Gerbe de Sang. Sie sind mehr als 50 Jahre alt. Ja, das stimmt. Aber er hat uns nun großzügigerweise unentgeltlich die Rechte gegeben, sodass wir jetzt eine neue Auflage herausbringen konnten. Mit diesem Buch wurde damals unser Verlag in Haiti gegründet.
René de Pestre ist auf seinem Lebensweg den großen Persönlichkeiten der Geschichte und der Literatur begegnet. Ob nun Césaire oder Che Guevara, durch die Berührung mit ihren Idealen ist er zu einem Schriftsteller geworden, der sinnliche Literatur mit sozialem Gewissen verbindet. Er lebt seit vielen Jahren in Frankreich und erhielt 1988 den Prix Renaudot für seinen Roman Adriana in all meinen Träumen. Ich hatte das große Glück, gegen Ende meiner Jugend, als ich mich gerade auf das Abitur vorbereitete, Aimé Césaire zu treffen und von ihm unterrichtet zu werden. Über mehrere Monate war er in Haiti mein Lehrer. Ich glaube, von Mai bis November 1944. Césaire hat unseren Jahrgang, zu dem unter anderem auch Alexis gehörte, auf den Besuch von André Breton vorbereitet, der im darauffolgenden Jahr nach Haiti kommen sollte. Es bestand die Möglichkeit, ihn zu treffen. Da überlegte ich nicht lange und machte ein Buch. Ich schrieb also mit 19 Étincelle, mein erstes Buch, um etwas Vorzeigbares in der Hand zu haben und so Breton treffen zu dürfen. Ich wurde ihm dann tatsächlich vorgestellt. Dann entdeckte ich den Surrealismus, der letztlich Teil der haitianischen Vorstellungswelt ist. Ich war zusammen mit Pierre Mabille und Breton bei einer Voodoo-Zeremonie. Breton war zutiefst beeindruckt und fasziniert davon, dass es eine Art religiösen Surrealismus gibt, wie er fand, und selbst die Götter sich in ihrer Offenbarung während der Zeremonie wie Surrealisten verhalten. Die Götter Haitis sind Surrealisten. Ich glaube, dass es einen Volkssurrealismus gibt, der bezeichnend für die Haitianer ist. Es gibt diese Energie, die sich in der Empfindsamkeit und der existenziellen Erfahrung in allen Aspekten des Lebens in Haiti zeigt. Und dank dieser Energie schaffen wir es, in welcher Nische auch immer, ungeheure Erfolge zu erzielen. In der Kunst, beim Tanz und in der Musik. Diese Lebendigkeit erklärt sich vor allem aus der Tatsache, dass die Haitianer seit der Zeit der amerikanischen Plantagen ihre Geschichte getanzt haben. Ein Buch wie Herr über den Tau trägt eine Botschaft eines außerordentlichen Gemeinschaftsgeistes in sich. Wir setzen der Tragödie etwas entgegen. Das heißt, als Gegengewicht zum Unheil Haitis sorgen wir für eine erstklassige Kunst und Kultur. Darin sehe ich die Rolle des Schriftstellers, egal in welcher misslichen Lage er sich befindet. Auf dem Weg zu meiner Schule, einer christlichen, von Ordensbrüdern geführten Einrichtung, kam ich immer an einem prächtigen Anwesen vorbei. Ich war fasziniert von Alexandre Vitals ältester Tochter, die jedes Mal am Fenster stand und mich grüßte, wenn ich vorbeiging. Sie war vielleicht 15 oder 16 und ich 13 oder 14. Das habe ich nie vergessen. Also habe ich dieses Haus als Schauplatz für meinen Roman gewählt. Darin wollte ich die Verbindung zwischen der haitianischen Vorstellungswelt und dem Zombie-Mythos aufzeigen und deutlich machen, wie man zu sich selbst findet, wenn man es schafft, der Verwandlung zum Zombie zu widerstehen. Nun bin ich neugierig geworden. Ich will mir die Stadt ansehen, die so viele talentierte Autoren hervorgebracht hat. Deshalb verlassen wir nun das Getümmel in Port-au-Prince, um nach Jacmel zu fahren. Nachdem wir die Stadt Carrefour und ihre Elendsviertel hinter uns gelassen haben, liegt eine zweistündige Fahrt vor uns, während der ich daran erinnert werde, dass Haiti in der Sprache der Arawak Land der Berge bedeutet. Der Kontrast zwischen diesen schönen und farbenfrohen, üppigen Landschaften